Jo Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und heute gibt es da wieder ein Video, wo ich mich darüber unterhalten möchte, welche Digimon-Namen denn ich im Deutschen besser finde als im Japanischen. Geht für mich hier nebenbei nicht darum, dass ich sage, okay, die japanischen Namen sind einfach scheiße, sondern einfach, dass ich diese Namen im Deutschen einfach besser finde. Natürlich, viele Sachen hat man einfach so kennengelernt, wenn man den Anime früher geguckt hat. Und ich meine, ich liebe den Digimon-Anime. Natürlich kenne ich halt eher die deutschen Namen und deswegen nutze ich die auch immer in meinen Videos, anstatt die japanischen Namen. Obwohl ich hin und wieder das auch vermische, weil es ein paar japanische Namen gibt, die ich auch besser finde. Aber darum geht es nicht. Heute nur mal ein paar Namen, die ich im Deutschen wirklich besser finde als im Japanischen. Und falls ihr generell Lust auf fast tägliche Videos zu Digimon, Pokémon, Dragon Ball, Yu-Gi-Oh! Was auch immer habt, lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Wie gesagt, hier gibt es fast täglich neue Videos. Und lasst mir auch gerne einen Kommentar da, wo ihr mir sagt, was ihr denn gerne für Videos sehen wollen würdet, weil es hier, wie gesagt, sehr viel Verschiedenes gibt und für Vorschläge bin ich immer offen. Anfangen würde ich hier einmal direkt mit zwei Digimon gleichzeitig. Und das erste Digimon wäre einmal Scorpiumon. Doch dieses Digimon heißt tatsächlich im Original nicht Scorpiumon. Das heißt Anomalocarimon. Und das ist halt eine komplett andere Bedeutung. Liegt halt daran, dass Anomalocari halt sich darauf bezieht, was dieses Digimon eigentlich ist. Was für ein Lebewesen. Frag mich nicht genau, was es ist. Ich bin kein Biologe. Aber es gibt tatsächlich im Japanischen ein Digimon, was auch Scorpiumon heißt. Und das wäre bei uns nämlich Skull Scorpiumon. Ich muss aber sagen, ich finde es besser, dass die Digimon so benannt wurden. Weil zum einen, ich finde halt, naja, Scorpiumon sieht wirklich hart aus, als wäre es ein Skull Scorpiumon. Und ich finde auch Anomalocarimon passt halt Scorpiumon auch relativ gut. Gut, man kann es wahrscheinlich, ne, ist kein Skorpion, aber ich finde, es passt trotzdem einigermaßen einfach vom Aussehen her. Und noch viel wichtiger, oh mein Gott, finde ich es unglaublich nervig, Anomalocarimon auszusprechen. Ich bin gerade unglaublich stolz auf mich, dass ich es mehrfach geschafft habe, ohne mich zu versprechen. Aber ganz ehrlich, Scorpiumon ist halt einfach ein wesentlicher, einfacher Name. Und Sky Scorpiumon, finde ich, passt auch besser zum normalen Scorpiumon, wenn ich ehrlich bin. Deswegen nenne ich die Digimon auch einfach immer so, weil ich die Namen halt wirklich wesentlich passender finde, als halt einfach im Japanischen war. Aber hauptsächlich einfach, weil ich es echt nervig finde, Anomalocarimon auszusprechen. Gott, das habe ich jetzt so häufig gesagt, das geht mir gerade richtig auf die Nerven. Beim nächsten Digimon muss ich leider sagen, dass ich keine besonders gute Erklärung dafür habe, warum ich den deutschen Namen einfach besser finde. Hier muss ich einfach wirklich sagen, ja, okay, da geht es einfach um Nostalgie. Ich weiß natürlich, die meisten Namen findet man einfach besser, wenn man sie so kennengelernt hat. Aber ich kann trotzdem für gewöhnlich erklären, warum ich den Namen besser finde als zum Beispiel im Japanischen. Wie gesagt, jetzt gerade bei Scorpiumon und Skull Scorpiumon, ich finde, das ist passender und noch viel wichtiger, ist es nicht so, glaube ich, nervig auszusprechen. Allerdings muss ich sagen, bei Galantmon, ja, da liegt es einfach hauptsächlich an der Nostalgie. Weil ich finde auch ehrlich gesagt, Dukemon, wie er eigentlich im Original heißt, ist gar kein schlechter Name, wenn ihr mich fragt. Also ich finde sowohl Dukemon wie auch Galantmon gut. Aber ich muss wirklich sagen, einfach aus dem Grund, dass ich halt immer als Galantmon kennengelernt habe, mag ich Galantmon mehr. Ich muss allerdings auch sagen, ich kann nicht ganz verstehen, warum das Digimon überhaupt Dukemon heißt. Weil ein Duke ist ja was komplett anderes als den Ritter, den wir da halt gerade sehen. Weil ein Duke ist ja eigentlich ein Herzog und ich sehe jetzt nicht ganz genau, wie Galantmon ein Herzog sein kann. Na, natürlich, ne, auch Herzoge können so eine Ritterrüstung anziehen, wenn man jetzt einfach mal sagt, okay, die haben zum Beispiel dieses, die haben die Lanze und dann machen die ihr komisches Pferdelanzenkämpfen, keine Ahnung genau, wie das heißt. Aber in der reinen Theorie könntest du es darauf beziehen. Aber Galantmon, ich meine, das kommt von Galant, ne, es ist ein ganz normales deutsches Wort, versteht man. Und ich finde, das passt auch sehr gut zu diesem Digimon. Vor allem, weil auch dieses Galant zu sein für mich nach etwas klingt, was so aus diesem Ritterzeitalter kommt. Und deswegen finde ich das im Großen und Ganzen wesentlich besser als Dukemon. Also an sich muss ich trotzdem sagen, ne, es ist für mich einfach, es ist Nostalgie, ich finde es besser. Ich mag auch Dukemon sehr, aber so erkläre ich mir das ein bisschen. Trotzdem muss ich sagen, es ist gar keine so große Erklärung. Es ist wirklich einfach Nostalgie in diesem Fall. Was für mich allerdings überhaupt keine Nostalgie ist, sondern was ich einfach wirklich besser finde im Deutschen, ist nicht unbedingt ein Digimon-Name, sondern die Namen der Digitationsstufen. Also wir haben ja zum Beispiel Baby, Ausbildung, Rookie, Champion, Ultra, Mega und dann Ultimativ oder Super Mega, je nachdem, was ich es nennen wollte, ist ja an sich gar kein offizielles Level im Digimon-Franchise. Gibt es manchmal, zum Beispiel im Kartenspiel, Level 7 oder in Spielen, aber offiziell in der Digimon-Lore ist halt immer noch nicht so ganz anerkannt, ist immer so immer ein bisschen unterschiedlich. Aber das ist tatsächlich nicht der Name, oder sind tatsächlich nicht die Namen, der Level im Japanischen. Die haben dort ganz andere Namen. Also das heißt halt Baby und Ausbildung an sich Baby 1 und Baby 2, die unterscheiden es da halt ein bisschen. Anstatt Rookie hätten wir einmal Child, also Kind-Level. Dann anstatt Champion hätten wir Adult, also Erwachsen. Anstatt Ultra hätten wir einmal Perfect, also naja, perfekt, ich glaube, das ist selbst erklärt. Und anstatt Mega gibt es einmal Ultimate. Das heißt, was bei uns quasi Level 7 ist, was wir als Ultimativ bezeichnen, ist halt im Japanischen einfach Ultimate. Und dann haben die halt als Ultimativ-Level bei uns, also Level 7, halt Super Ultimate, wenn es das halt mal irgendwann anerkannt wird. Und ich muss sagen,
Ich finde die deutschen Namen ehrlich gesagt wesentlich besser. Also jetzt nicht Baby 1 und Baby 2, das ist mir relativ egal, ob das Baby oder Ausbildung ist. Aber ich finde Rookie und Champion, beziehungsweise Rookie, Champion, Ultra, Mega. Ich finde, das ist passender als Child, Adult, Perfect und Ultimate. Vor allem, ihr müsst aus der Perspektive sehen. Am Anfang im Franchise gab es das Mega-Level nicht, also wie wir es halt als Mega-Level kennen. Sondern es gab halt nur bis quasi Perfect. Deswegen hat man es Perfect genannt und gesagt, okay, das ist das perfekte Level, da kommt nichts drüber. Und dann hat man gemerkt, oh, okay, wir wollen noch was drüber machen und haben es einfach Ultimate getauft. Ich meine, ja, es klingt halt schon quasi höher als Perfect, aber ist es nicht trotzdem ein bisschen merkwürdig, dass du ein perfektes Digimon hast? Und das ist einfach nochmal ultimativ. Ich weiß nicht, das klingt so ein bisschen kindisch. Da hätte man sich gedacht, oh, verdammt, wir brauchen ein neues Level. Was klingt cooler als perfekt? Ultimativ, mega geil. Und ich muss sagen, das gefällt mir nicht so ganz. Ich finde persönlich Rookie, Champion, Ultra und Mega ist eine wesentlich bessere Steigerung als das, was wir im Japanischen haben. Auch unter anderem muss man halt sagen, ne, ich meine halt Kind und Erwachsen halt im Japanischen, weil es halt wirklich darum geht, du ziehst deine Digimon ja auf. Das heißt, die werden ja einfach immer erwachsen. Das ist ein Tamagotchi eigentlich gewesen. Das heißt, du hast ein Baby, okay, das wird dann halt zu einem Kind und das wird zu einem Erwachsenen und dann ist es halt ein perfekter Erwachsener. Also sowas kannst du sehen. Da hat das vielleicht auch so ein bisschen Sinn gemacht und dann kommt ultimativ rein, das macht überhaupt keinen Sinn mehr, muss ich zugeben. Aber bei uns im Deutschen hat man sich ja gar nicht wirklich an diese Stufen gerichtet, was ich aber auch okay finde. Ob du jetzt ein Rookie, ein Champion, Ultra und Megas, ich finde das auch eine relativ gute Steigerung, weil du ein Rookie, ne, ist ein Anfänger. Ist okay. Ein Champion, okay, der weiß, was er tut. Das ist ein Champion in, keine Ahnung, seiner Kunst, was auch immer. Dann hast du halt ein Ultra, das ist halt ein bisschen weiter weg von dem, was ich gerade hatte, weil es an sich gar nicht so passend ist zu diesem, sagen wir, Wettkampfmäßigen, nenne ich es jetzt einfach mal, weil du konntest ja mit deinen Digimon ja auch gegeneinander antreten und da hat es dann ganz gut gepasst. Ultra und Mega unterscheidet sich ja ein bisschen zu dem vorher. Trotzdem finde ich es passend zu dem, was wir haben. Und ehrlich gesagt, mag ich die Namen wesentlich mehr als die im Japanischen sind, weil ich auch ein bisschen das Gefühl habe, wie gesagt, dieses Ultimate-Level, das wurde so ein bisschen dazu gedichtet, wenn man gemerkt hat, oh scheiße, wir wollen noch ein extra Level machen und was machen wir jetzt über Perfect und da ist das einfach das Erste, was einem eingefallen ist, muss ich sagen. Und vor allem, das heißt auch, denkt daran, Leute, das Mega-Level ist an sich nicht Canon im Franchise und so viele Leute haben ja auch immer wieder geschrieben, ey mein Gott, Pokémon hat damals die Mega-Entwicklung von Digimon geklaut. Vergesst nicht, Leute, das gab es damals im Japanischen nicht, also nein, haben die nicht wirklich geklaut. Mega ist an sich ein ganz normales Wort und Digimon hat offiziell halt gar nicht im japanischen Franchise gehabt. Vielleicht wussten die, wie das Ultimate-Level zum Beispiel im Englischen heißt, ist ja auch das Mega-Level, aber ich bezweifle das einfach mal, also das ist einfach ganz normaler Zufall. Mega-Level ist an sich ja nicht mal der offizielle Begriff dafür. Als nächstes hätten wir dann einmal Agunimon. Das ist ja der Haarspirit von Takuya aus Digimon Frontier und ich finde Agunimon, das klingt relativ passend. Ich habe auch immer das Gefühl gehabt, so Aguni, das klingt auch ein bisschen nach was Feuermäßigen. Im Japanischen heißt dieses Digimon allerdings Agnimon. Der Name kommt halt quasi aus dem Hinduismus, ne, wo der Gott des Feuers halt Agni heißt und das passt auch an sich und daher kommt ja auch Agunimon, die haben einfach nur ein U dran gehängt, muss aber sagen, ich mag Agunimon wesentlich mehr als Agni. Ich finde irgendwie Agni klingt so ein bisschen nach Akne. Da muss ich irgendwie das Aknemon denken. Das ist irgendwie gar nicht mal so cool, muss ich sagen. Klar, wenn du jetzt Agni einfach so als das siehst, was es ist. Ja, es ist der Gott des Feuers im Hinduismus. Okay, finde ich passend. Ich will jetzt auch an sich niemanden beleidigen und sowas. Aber ich muss trotzdem sagen, die Tatsache, dass da ein U drin ist, das macht den Namen für mich nicht ganz so bescheuert, muss ich zugeben. Wirklich, jetzt, wenn ich Agni sehe, muss ich halt einfach an Akne denken und das finde ich halt nicht mal annähernd so cool wie Agunimon, muss ich leider sagen. Also muss ich in der Hinsicht sagen, ja, der originale japanische Name, der funktioniert, der macht Sinn. Genauso haben wir auch die Bedeutung bei uns im Deutschen. Muss aber sagen, ist eine U, macht es für mich schon wesentlich besser. Als nächstes kommen wir einmal zu einem der absolut beliebtesten Digimon aller Zeiten und das wäre natürlich einmal Omnimon. Dieses Digimon wirklich bei den meisten Leuten einfach Platz 1 über allem, weil, naja, es ist die DNA-Digation zwischen Metallgaruromon und Wargreymon, die beiden Haupt-Digimon aus der ersten Digimon-Staffel, also natürlich liebt man dieses Digimon. Und auch ich bin ein großer Omnimon-Fan, ja, wir sind alle immer wieder genervt davon, dass zum Beispiel Agumon oder Omnimon die ganze Zeit so in diesem Franchise gespammt wird und das ein bisschen anstrengend, aber trotzdem macht das die Digimon ja nicht weniger cool, sondern einfach nur macht das Bandai ein bisschen nervig. Trotzdem, Omnimon ist halt ein sehr beliebtes Digimon, kam das allererste Mal im Digimon-Film für uns vor und wir haben all dieses Digimon direkt lieben gelernt. Und ich muss auch sagen, Omnimon, das klingt einfach nach einem mächtigen Namen. Vor allem Omni, das ist ja auch einfach so ein Wort, man kennt zum Beispiel Omnipräsent oder so alles wissend oder was auch immer. Also natürlich Omni heißt nicht alles wissend, sondern halt einfach quasi alles. Aber das passt halt so zusammen, weil du halt quasi so zwei Digimon hast, die übermächtig sind, vor uns halt damals im ersten Anime, ne? Wir hatten die halt ultra krass. Und haben sich vereint, haben was noch mächtigeres gebildet und das hat für uns gepasst. Allerdings ist das nicht der originale Name von Omnimon. Eigentlich heißt dieses Digimon
Omegamon im Japanischen. Das hängt so ein bisschen auch zusammen, dass wir halt Alphamon haben, also Omega und Alpha. Das hängt so ein bisschen zusammen. Muss aber sagen, ich finde den Zusammenhang gar nicht mal so interessant. Ich finde ihn auch gar nicht mal so wichtig oder gar nicht mal so gut, weil ja, beide sind Teile der Royal Knights. Ja, beide sind öfters mal irgendwo vorgekommen. Aber prinzipiell haben die jetzt nicht zwangsweise eine ultra wichtige Verbindung, abgesehen davon, dass die halt bei den Royal Knights sind. Keiner von deren Lore-Texten sagt irgendwie, oh mein Gott, der eine ist das Gegenstück vom anderen oder sonst was. Und ich finde halt, ganz ehrlich, an dem Punkt, hättest du es auch einfach Omnimon nennen können? Ja, natürlich haben sie es nicht gemacht, weil die hatten schon einen Plan und wir haben es halt Omnimon einfach genannt. Muss aber sagen, ich finde Omnimon passt besser, weil es auch einfach, naja, besser über die Zunge geht als Omegamon. Und ich finde deswegen ist nicht schlimm, dass der Name umbenannt wurde. Und selbst wenn du mir jetzt sagst, oh mein Gott, du musst aber Omegamon nennen, weil das ist doch der Zusammenhang mit Alphamon. Eigentlich kaum. Eigentlich kaum in meinen Augen. Ich finde das jetzt wirklich nicht so wichtig. Da gibt es nicht so viele Verbindungen, die du in meinen Augen ziehen kannst. Außer halt, wie gesagt, die gehören zu den Royal Knights und sind ein paar Mal miteinander aufgetaucht, aber prinzipiell ist da nichts ultra wichtiges. Ja, ganz gerne mal im Anime, wenn wir die zusammen darstellen, aber ansonsten, abgesehen davon offiziell, mein Gott, haben halt Omega und Alpha im Namen. Wisst ihr, was es auch gibt? Es gibt Deltamon. Der hat nichts mit denen zu tun. Warum heißt der dann überhaupt Deltamon, ne? Also, ich verstehe es halt auch einfach wirklich nicht, ne? Wo ist Gamma? Gammamon gibt es ja auch. Gammamon gibt es ja auch und hat auch nichts damit zu tun. Also, ich würde einfach mal sagen, ich verstehe es, dass man halt gesagt hat, ey, Omegamon und Alphamon, coole Namen, geben wir den beiden. Muss aber sagen, Omnimon geht für mich leichter über die Zunge und da ich sowieso nicht so den ultra krassen Zusammenhang zwischen diesen beiden Digimon sehe, außer dass ich sage, okay, ganz ehrlich, ja, die kommen manchmal hin und wieder miteinander vor, was ich auch okay finde, so wichtig ist der Zusammenhang mir nicht, sage ich lieber Omnimon anstatt Omegamon. Aber ja, das waren einmal ein paar Digimon-Namen, die ich im Deutschen besser finde als im Japanischen. Falls ihr auch noch ein paar Namen habt, die ihr im Deutschen besser findet, schreibt es gerne in die Kommentare und dann können wir auch gerne noch einen weiteren Part hier zu machen. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Falls ja, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Und tschüss.